ist jeder Fußballer ist froh, jeder freut sich auf den Start von der Rückrunde und wir sind eifrig dabei, dass wir in Kärnten 3 Punkte mitnehmen. Wir haben uns gut vorbereitet, wir haben schon früh eine Videoanalyse gemacht und den Gegner analysiert und wir sind, denke ich, gut vorbereitet auf den Gegner. Wir haben im Training halt Sachen einstudiert und die werden wir halt probieren jetzt in der Saison umzusetzen, aber es ist jetzt nichts Großartiges verändert worden. Natürlich ist es eine Wundertüte, weil man auch nicht weiß, wie spielt der Gegner 100%, weil man auch nur Testspiele von den Gegnern analysiert hat, aber wir haben schon in der Saison gegen sie 2-mal gespielt und ich bin zuversichtlich, dass wir auch jetzt dann da 3 Punkte mitnehmen werden.